Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf der Tribüne und zu Hause. Worum es geht, haben die anderen Fraktionen wieder mal vorweggenommen. Den Umgang mit öffentlichen Fördermitteln für persönliche Mitarbeiter, die Möglichkeit, Budget auch zeitversetzt zu nutzen und das Verbot der Beschäftigung von Verwandten dritten Grades. Ich möchte die ganze Historie jetzt nicht wiederholen. Wen das interessiert, der kann sich gerne auf unserer Webseite vom 10.07.2013 oder im entsprechenden Plenarprotokoll versorgen. Aber ein wenig Kritik muss ich trotzdem anbringen. Erste Kritik, es gibt einen Entschließungsantrag aller vier Fraktionen vom 3.07.2013. Den haben wir hier beschlossen im Plenum. Und da steht auf der zweiten Seite die Änderung des Abgeordnetengesetzes in den Punkten Transparenz von Nebentätigkeiten und Verbot der Bezahlung Familienangehöriger aus der Pauschale für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die sollen aus einem Guss entwickelt werden. Inzwischen hatten wir das 9. Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes, das 10. Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes, das 11. Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes. Und da ging es dann übrigens um die Verhaltensregeln. Und jetzt sind wir beim 12. Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes, meine Damen und Herren. Aus einem Guss sieht anders aus. Frau Kollegin Beer, ich habe schon mal in einer Plenarrede gesagt, zu unserem Nebentätigkeitenantrag, ich wiederhole das gerne, wer sagt, es ist gute Praxis, an Änderungen des Abgeordnetengesetzes gemeinsam zu arbeiten, der muss sich fragen lassen, warum zu diesem Ihrem Entwurf der anderen vier Fraktionen nur vier Fraktionen auf dem Antrag stehen und die Piraten weder gefragt noch eingebunden wurden. Zweite Kritik. Die zweite Seite des Entschließungsantrags sagt aus einem Guss, ich habe es schon gesagt, diese getrennten, nacheinander folgenden Anträge sind nicht aus einem Guss. Und die dritte Kritik, statt des vierten Grades, und es wurde gerade schon angesprochen, wird hier wieder nur bis zum dritten Grad eine Beschäftigung ausgeschlossen. Realistisch gesehen sind das übrigens die eigenen Urenkel, Tanten und Onkel, Nichten und Neffen. Wenn Sie schon eine Idee kopieren, und das finden wir ja gut, dass Sie das gemacht haben, dann bitte richtig. Denn wer den Menschen da draußen erzählen möchte, dass er Vetternwirtschaft unterbinden will, der muss auch Cousins, altdeutsch Vettern, und Cousinen bei der Beschäftigung ausschließen. Wir hätten gerne noch ein paar Änderungsanträge geschrieben und es juckte mir echt in den Fingern, aber ich habe es dann gelassen, denn das Gesetz will ja nicht diskutiert werden. Der Wille ist ja hier überhaupt nicht zu erkennen. Und ich weiß, ja, wenn Sie das hier als Diskussion zum Gesetz sehen, dann weiß ich auch, warum wir weder in der Entstehungsphase angesprochen wurden, noch in irgendeiner Form auf uns zugegangen wurde. Aber danke für diese Klarstellung. Ich weiß, Sie denken, dass der Spuk bald vorbei ist. Sie machen jetzt hier die letzte Änderung und dann haben Sie es geschafft. Aber glauben Sie mir, mit der Beschäftigung von Verwandten anderer Mitglieder des Landtags als persönliche Mitarbeiter, als Mitarbeiter in Fraktionen, mit Bestimmung über die Verwendung der Pauschalen und mit Regelungen zur Offenlegung der Verwendung und vielem mehr werden wir Sie hier noch weiter beschäftigen. Denn die Menschen, und das weiß ich mit Sicherheit, haben die Piraten in diesen Landtag gewählt, damit wir genau diese Fragen stellen, um möglichen Mief sichtbar zu machen, um weitere Patches für ein krankes System zu finden. Der Spuk, meine Damen und Herren, der ist noch lange nicht vorbei. Vielen Dank.